Autumn Stroll! Ist das auch der richtige Safe Point? Ich glaube ja. Ja. Ich bin übrigens relativ froh, wenn ich aus dieser Welt wieder raus bin. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, doch auch relativ einfach. Es ist folgendermaßen so. Ich bin so ein bisschen angefasst durch dieses überall die ganze Zeit Gegner irgendwo, die ich nicht sehen kann auf Anhieb. Das ist schon schwierig und knifflig. Und das führt auch größtenteils dazu, dass man Level auswendig lernt. Und naja, wer weiß, welche Gemeinheiten in der nächsten Welt dann auf uns warten werden. Oh ja, ich bin immer froh, dass ihr so Bock habt auf das Projekt. Ja, dass ich hier sage, oh, Mario Hack. Und alle so, yes, Maddie is back mit Mario Hack. Oh ja, komm mal hier. Wolltest du mal jetzt einen super Hüpfer machen, damit ich da auch dran vorbeikomme, actually? Ich hasse Ninjis. Es ist einfach unfassbar, wie wenig ich Ninjis mag. Ah, das war die Geschichte. So, hier ist Reh. Wo komme ich denn da raus? Ach, okay, wir haben es einmal gesehen. Gut. So, Kinder, was ist jetzt? Okay, alles klar. Oh, das ist interessant hier. So. Ja, das ist natürlich cool. Ah, siehst du, es hat geklappt. Die Frage ist aber jetzt, wie wäre ich denn wieder zurückgekommen? Wie hätte das denn funktioniert? Und wofür ist der Re-Knopf da überhaupt gewesen? Ich habe es ja jetzt offenbar geschafft. Und ich bin auch jetzt nicht unbedingt unter Druck hier, weil dieser Level kein Secret Exit hat. Das war schlecht. Ich brauche mal ein bisschen wieder Magnesium, Freunde. Lalalalalal, heute wieder 10 Kilo mehr gemacht. Ja. So ist das. Ich habe kaum ein Examen hinter mir, da wird wieder Sport gemacht. Ballern, 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 Kinder. Ballern ist einfach auch so ein bisschen, zumindest was Sport angeht, die Antwort für alles. Oh, ich fühle mich unwohl mit meinem Körper. Ballern. Ja, dann geht's. Ballern. Einfach ballern, Leute. Oh, ich bin immer so müde. Ballern. Oh. Ich habe irgendwie wenig Energie. Ballern. Oh, ich kann nicht gut durchschlafen. Ballern. Leute, ballern ist einfach immer richtig. Ach, guck mal. Das ist cool. Die haben so ein bisschen Kleinsteinformat gehabt, die Jungs. Aber ist auch in Ordnung. Wenn die darauf Bock haben, dann sollen die auch. Die Jungs ballern auch. Okay, ich kann da drunter durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da würde ich runterfallen. Aber Level ist geil. Ich habe das Gefühl, dass das Level-Design besser geworden ist. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist da progressiv der Hack gebaut worden, vom ersten bis zum letzten Level. Und dann mit einer... Das ist ja das Problem. Das merkst du halt auch, ne? Am Anfang von einem Hack sind die Ersteller dann teilweise nicht so gut wie am Ende. Obwohl die letzten Level eigentlich die sind, die am meisten ärgerlich sind. Dann denkt man immer, oh mein Gott, hier diese ganze Quatsch. Das muss doch nicht sein. Vor allen Dingen so wie diese Spiele von Anikiti hier. Super Luigi Dingens. Das ist... Ja, da will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Das war schlimm. Und sowas mache ich auch nie wieder. Also, oder... Naja. Astreines Beispiel dafür auch SMW Lost Levels. Obwohl da das Level-Design nie wirklich gut war. Um fair zu sein. Das war einfach immer schon ein wenig daneben, könnte man sagen. So, jetzt mach. Jo. Okay, den nehmen wir mit. So, den Schlüssel brauche ich nicht, um ein Schloss zu öffnen. Sondern den Schlüssel brauche ich, um unten rechts durch die Röhre zu kommen. Ist eigentlich auch eine lustige Mechanik. Guck mal hier. Zack. Und wir sind drin. Ach, das ist eine Disco-Scheiße. Ich dachte, da kommt jetzt normaler Roter draus. Ja, da war ich ein bisschen zu vorsichtig. Manchmal passieren solche Dinge. Alles ist furchtbar. Die endlose Liebe der Rübenmutti. Und apropos Rübenmutti. Leute, Gnormel. G-N-O-R-M-E-L. Reingucken. Ihr müsst euch unbedingt Forager angucken. Denn, ich habe nämlich gehört, er ist zumindest nach eigenen Angaben der beste Forager-Spieler der Welt. Ja. Das geht sogar so weit, dass die ganzen NPCs in Forager gar keinen Bock mehr auf ihn haben. Die sehen ihn nur und sagen dann, ach du Scheiße, er wieder. Der ist ja so ein richtig heftiger Typ, Alter. Mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Und so ist das da die ganze Zeit. Also, das ist mein Watch-Tipp für euch fürs Wochenende, fürs nächste oder was auch immer. Forager bei Gnormel.
ehemals bekannt als Gnomenlied, aber heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, was hinter der Umbenennung steckte, aber wer weiß. Gnormel ist einfach wie Gnomenlied, nur dann als Vater. So stelle ich mir das vor. Das war schon... Das wäre Grimme-Preis verdächtig gewesen, wenn der getroffen hätte. Ach, das ist... Genau das wäre dann so ein Sinnbild von wegen, ja, schmeißt nicht eure Sachen überall hin. Euer Müll wird euch irgendwann wieder einholen. So. Ach, ich komme da gar nicht lang. Also, hä? Ich verstehe das jetzt nicht. So. Ende. Jetzt wird's nochmal knifflig, nicht wahr? Ja. Das hier, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Ich gehe ins Exit. Mir egal. Geschafft, Freunde. Geschafft. Level hinter uns gebracht. Alles ist toll. Die endlose Liebe der Rübenmutti. Die ist auch toll. Autumn Stroll, auch toll. Alles toll, Leute. Das ist einfach alles toll. Pikachu, auch toll. Gazelle Numero 5, auch nicht schlecht. Das ist schon Nummer 5 jetzt? Ja. Krass. In welchem Hack bin ich denn in Folge 16, keine Ahnung, schon in Castle Nummer 5? Das geht aber schon sehr fix. Ich hoffe mal nicht, dass da hier am Ende nochmal so eine Homestuck-Geschichte dann kommen wird. Weil Homestuck ist für mich auch irgendwie, ich weiß nicht. Es gibt immer so Franchises, die sehen so super ähnlich aus. Aber sind sie eigentlich nicht. Das ist aber immer so eine Kategorie. Meistens vernetze ich das mit Leuten, die es gut finden. Homestuck und, Cave Story ist für mich zum Beispiel sehr ähnlich. Weil ich da immer das Gesicht von True Rush im Kopf habe. Oh Gott, das war... Ach, ich muss da oben lang. Eieieiei. Hier ist aber auch was los. Mhm. Aber schon interessant hier. Ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn der Wald zu Ende ist. Normalerweise mag ich Wälder in so Videospielen immer sehr gerne, aber nur weil du im Wald bist, heißt das nicht, dass da alles Friede, Freude, Rübenmutti ist. Ach genau, weil solche Dinge dann immer auf dich warten. Ui! Nö, das ist nicht cool, Leute, das machen wir nicht. Das ist, nee. Ich finde Rübenmutti einfach auch, ist ein gutes Wort. Friede, Freude, Rübenmutti. Und jeder, der nicht weiß, worum es geht, muss sich halt Forager bei Gnormel angucken. Das ist auch wichtig. Leute, was ist hier eigentlich? Warum sollte ich da oben lang gehen? Das ist doch Unsinn. Das ist ausgemachter Unsinn. Ich habe meinen Switch Palace und der gehört nur mir. So. Zack. Und immer, wenn ich... Gnormel, der spielt auch immer so Spiele, die ich so gut finde. Der hat auch, ne? Genau, dieses eine da. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber ich bin ja sowieso ein Mädchen für irgendwelche Städte- und Aufbausimulationen. Weiß ich nicht, das finde ich ja bei Minecraft auch so toll. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder bei Minecraft reingeguckt habt, seht ihr ja, dass ich da so ein bisschen dieses Atombombentestgelände baue. Und irgendwie ist das cool, so eine seelenlose Stadt zu bauen, ist immer wieder geil. Und noch geiler ist, wenn du da so NPCs hast, die das da alles... Warum sollte irgendjemand auf diesem Planeten sich diese Yoshi-Coin holen? Erzähl mal. Haben wir da Bock drauf? Nee, ne? Steht einfach, ich guck mal in meinen Termin. Nee, habe keinen Bock drauf. Da, diese schöne Yoshi-Coin kann einfach auch mal Yoshi-Coin bleiben. Manchmal brauchst du die auch nicht. Manchmal gehst du da hin und sagst, ach komm, Yoshi-Coin, ne? Hashtag not my Yoshi-Coin. Und dann ist vorbei, dann brauchst du nicht. Oi. Ja, hier ist, Leute, hier ist einfach auch, hier fängt's an. Okay, ich geh mal wieder hier oben lang. So. Hab einfach noch gar nichts vom Level bisher gesehen, weil ich immer wieder von diesem Karottenkuchenschiffchen da verhauen werde. Aber auch nur passiv-aggressiv, ne, das macht ihr eigentlich nicht. Ob ich da jetzt bin oder nicht, es würde nicht aufhören zu fahren. Ich kann ja mal hier warten und gucken, ob das wieder raufkommt. So holt man sich das, siehst du doch. Easy boys. Okay, jetzt aber. Jetzt machen wir mal hier die Augen zu. Oh, das ist eine Stelle hier, Kinder. Das ist eine Stelle. Und da wurde ich am Ende auch ein bisschen fimmelig, ne? Und nur deswegen habe ich dann auch wieder
den Exitus begangen. Das ist nicht geil. Er macht halt einfach auch gar keinen Spaß mehr. Wenn man da schon so und sowieso... Guck mal, wie viel er wirft. Dass er dann nochmal springt. Pass auf, jetzt habe ich einen Headstart, Alter. Jetzt bin ich Raichu. Kinderchen, ey. Das wird gut. Wenn du schon mit Raichu startest, weißt du, das wird großartig. Das wird auch richtig großartig hier. So. Und wir trinken jetzt erstmal noch einen Schluck Wasser. Na, okay. Das ist so furchtbar. Ach, komm! Und Drecks. Das ist einfach auch so. Ninji ist auch nur ein Kissen mit Fies drin, ne? Guck mal, der hat auch so quasi so eine goofy Arschklappe, nur vorne dran. Ein ganz widerliches Tier. Ich weiß nicht, so Ninjis? Nee. Ja. Okay. Jetzt machen wir das wieder. Da habe ich ja richtig Bock drauf jetzt. So. Oh, meine Güte. Bewegt er sich oder macht er hier nicht? Ich weiß gar nicht, ob der... Ach, genau. Oh ja, Serviceleistung hier. Und direkt rein. So, Attacke jetzt Midway Point. Gib mir den Midway... Alter, schön, da ist er. Da ist er. Okay, jetzt nochmal alles, was so der Level kann. Nur für uns. Also, was die ganze Welt uns schon gezeigt hat. Machen wir jetzt nochmal alles hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Liegt es an meinen Fingern, liegt es an meinem Gamepad, liegt es an der Interpretation des ZSNES-Emulators? Ich weiß es nicht. Aber es wird irgendwie eine Mischung aus allem sein. Das Momentum kann ich irgendwie nicht gut aufbauen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlt mir da immer noch was. Ich habe ja jetzt auch wieder trainiert für den Fuki und Friends Livestream. Und da habe ich das Problem auch. Aber da benutze ich einen anderen Emulator. Aber das Problem habe ich auch! Ah ja, ich hab doch gesagt, ist gut jetzt! Mit deinem Säge da. Ja, noch eine Säge, komm. Komm, heute mal nur noch Säge, Leute. Heute ist Säge. Heute nur Säge. Warum auch nicht? Wenn du eine Säge hast, dann willst du sie auch nutzen. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Ja. Ja, es ist okay. Ja, hallo? Ah. So. Okay. Das ist eine Mechanik, die ich geil finde. So, jetzt. Stay saved. Und wen haben wir da? Lemmy. Du alter Schweinepriester. Ich hab da keinen Bock drauf jetzt hier. Ja, du machst jetzt erstmal gar nichts mehr hier. Aber er kommt gleich wieder. Ich kenne das. Ey, Kumpel, kannst du auch irgendwann mal dahin? Ja, so ist doch gut. Dankeschön. Ey. Naja. Castle numero quinto, das ist schon nicht einfach, doch. Aber ich versuch's nochmal so. Wir haben ja einen Save theoretisch vorm Ende. Und bis dahin ging eigentlich, ne? Also, es ist jetzt nicht so wie der Level davor. Würde mich vielleicht ein bisschen jetzt dafür einsetzen, in der Stelle mal ein Power-Up zu kriegen, aber brauche auch nicht. Wir können auch einfach ohne machen. Aber, ich weiß nicht, Biologieunterricht der 6. Klasse sagt was anderes. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Aber ich glaube, da kriege ich einfach nur Schläge. Deswegen mache ich das nicht. Ich bleibe einfach hier oben, gehe hier durch die Röhre und fertig ist. Das ist ja im Vergleich zu dem Dungeon davor ja gar nichts. Da war ja eine richtige Schellenkommando. Aber ich hätte gerne eigentlich... Kinder. Haben wir hier nicht irgendwo noch ein Power-Up? Komm. Komm jetzt. Ich meine, ja, ich würde es schaffen. Ich weiß, aber... Es ist einfach auch blöd. Vor allen Dingen starte ich einfach schon. Und so ein Millimeter neben dem... Jetzt gebe ich aber auch. Jetzt gebe ich gar nichts mehr. Ja, ich keine Lust mehr. So, jetzt gehen wir mal hier rein in die rote Stube und los. Wo ist denn mal der... Jetzt sind wir auch unkonzentriert, nicht wahr? Ja, jetzt aber. Pass auf, Hallöchen. Ich bin da. Mein Name ist Pikachu. Vor allen Dingen, du musst hier immer auf 10 verschiedene Sachen achten bei diesem Bossfight. Reicht ja nicht, dass da irgendwie Flämmchen rumlaufen, ne? Du musst ja schon so einen Magikooper dabei haben. Wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jetzt ist so der Moment gekommen, wo
einfach auch alles egal ist. So, der Fight ist nicht schwer, weil er da ist. Er interessiert einfach auch gar nicht. Sondern, was da so drumherum passiert, das ist immer... Warum habe ich nicht genug Momentum? Das ist jetzt schon so oft passiert. Das ist so der Inbegriff von unnötigem Stress hier. Oi, oi, oi. Guck mal hier, da kann ich ihn wieder nicht treffen und da ist wieder einer im Weg. Das ist wieder was... Oh. Das ist so Basketball im Schulunterricht 9. Klasse hier, finde ich immer. Spielst da eben 10 gegen 10 und alles ist chaotisch. Alles ist furchtbar. Aber... Du brauchst ja auch nur einen Bälleschrank, um Sportlehrer zu werden heutzutage. Nee, brauchst du nicht. Das ist ja voll das komplizierte Studium. Weiß einfach auch niemand. Und da gibt's auch 100.000 Prüfungen und sowieso. Okay, ja, das ist... Kenner, hier. Ne? Tut mir auch leid für die Safe-State-Tirade hier gerade, aber das ist... Das ist auch nicht gut für meine Gesundheit. Außerdem habe ich gleich einen Livestream. Bin verabredet mit Fugi zum Sea of Thieves. Also von daher, easy. Da müssen wir jetzt einfach auch mal... Vor allen Dingen, du kannst ja manchmal gar nicht treffen, ne? So doof. Guck mal hier. Nein. So, jetzt aber Ende. Ende aus Mickey Mouse. Hier wird nicht mehr gearbeitet. Heute ist Freitag. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja, es ist vorbei jetzt. So, schieb mal deinen Trainer da raus. Ich mach schon mal den anderen PC an hier. Thank you! Boots, Alter! Lemmy Cooper's reign of terror over the peaceful forest comes to the magma-filled end. Another child is pulled from the rubble. These kids won't shut up about these darn buttons. Ja. Ist einfach so. Ist einfach so. Jetzt haben wir uns einfach auch eine Auszeit verdient. Das war jetzt nicht cool, was ich da bei Lemmy abgezogen habe, ne? Das weiß ich selber. Ich gehe jetzt einfach in die stille Ecke und schäme mich eine Runde. Weil jetzt weiß ich schon, dass wieder 100 Leute mir auf Discord schreiben, Maddie, das ist aber auch langsam, habe ich das Gefühl, du hast gar keinen Bock mehr auf sowas. Weißt du eigentlich, was die Leute über dich sagen? Lies doch mal morgen die Zeitung, Junge.